Hey ho, willkommen bei Rock'n'Roll. Heute geht es um das Thema, für welche Ernährung ist denn der Mensch eigentlich geschaffen? Also ich finde dieses Thema sehr spannend und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr damit beschäftigt und viel recherchiert und möchte einfach jetzt mein Wissen mit euch teilen, das ich herausgefunden habe. Also wenn wir uns überlegen, wie wir uns ernähren sollen, finde ich, sollen wir erstmal gucken, wie hat sich denn der Urmensch ernährt. Wenn wir jetzt mal auf die Menschheitsgeschichte zurückschauen, die Menschen gibt es seit 120.000 Generationen, also seit über 3 Millionen Jahre. Gut, die Zahl ist jetzt auch noch ein bisschen schwankend. Die einen Wissenschaftler sagen 3 Millionen, die anderen 5 und aber seit ein paar Millionen Jahren gibt es die Menschen und erst seit 500 Generationen, also seit wie vielen Jahren? Ich habe es ausgerechnet. Moment. Seit 120.000 Jahren betreiben wir Ackerbau und Viehzucht. Und davor waren wir Jäger und Sammler. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Fleisch gegessen, denke ich auch. Bären. Früchte, Blätter, Samen und so weiter. Alles, was wir in der freien Natur gefunden haben. So. Und jetzt haben wir vor 500 Jahren, Quatsch, vor 500 Generationen mit diesem Ackerbau angefangen. Und damals waren diese ganzen Getreidesorten, die wir angebaut haben, auch noch viel. Das waren komplexe Kohlenhydrate. Ja, das war dieses Urkorn, dieser Urweizen und so weiter. Und heutzutage ist es aber ganz anders mit dem Getreide. Das heutige Getreide ist, es besteht aus einfachen Kohlenhydraten. Es ist einfach industriell verarbeitet. Diese ganzen Auszugsmehle zum Beispiel, ihr kennt es ja. Brot, dieses ganze Gebäckzeug, Nudeln und so weiter, besteht alles aus Auszugsmehlen. Und diese liefern halt dem Körper sehr schnell sehr viel Energie, wodurch wir aber etwas überfordert sind. Also unser Körper kann diese ganze Energie gar nicht so verarbeiten, was dann wieder zu Einlagerungen führt, also Übergewicht. Also wir lagern das in den Fettdepots ab, zum Beispiel Bauch oder Hüfte. Und ja, und dieses industriell verarbeitete Essen, diese ganzen Auszugsmehle oder auch dieser raffinierte Zucker, wie wir ihn zum Beispiel in Süßigkeiten finden und so weiter, sorgt auch für gewisse Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, Arteriosklerose oder Stoffwechselstörungen allgemein. Und jetzt aber nochmal zum Urmensch zurück. Also es vergleichen ja auch viele den Menschen mit den Affen und viele sagen ja auch, der Schimpanse ist ja gerade der nächste Verwandte von uns. Also das stimmt schon, dass wir sehr viel gemeinsam haben mit dem Schimpansen, aber trotzdem denke ich, muss man auch sagen, dass wir keine Schimpansen sind. Ja, ich glaube, die genetische Übereinstimmung liegt bei 90%, also die genetische Übereinstimmung. Und Schimpansen essen sehr viel Grün und auch Obst und Beeren. Und Kräuter auch und Samen und auch kleine Insekten. Und Schimpansen essen auch mal Fleisch. Ja. Und was ich jetzt ganz interessant finde, und zwar hat ein Anthropologe namens George Perry herausgefunden, dass bei den Schimpansen dieses Amylase-Gen im Erbgut nur zweimal vorhanden ist
Und er hat 50 Studenten europäischer Herkunft untersucht, auf dieses Amylase-Gen und hat dabei festgestellt, dass das Amylase-Gen bei ihnen 12-mal vorhanden war. Nein, 15-mal, 15-mal, 15-mal. Ja, also wesentlich höher. Das Amylase-Gen brauchen wir, oder allgemein die Amylase brauchen wir ja, um Stärke aufzuschließen und besser zu verwerten. Und er hat eben festgestellt, dass diese Studenten eben von europäischer Herkunft das einfach 15 Mal vorhanden haben. Und dadurch können sie einfach dieses Stärkegen viel besser aufschließen als Schimpansen. Und das ist, denke ich, auch ein entscheidender Unterschied zwischen uns und den Schimpansen. Wenn wir uns mal anschauen, was wir heutzutage alles essen, dann muss man echt mal feststellen, dass wir in der zivilisierten Welt einfach viel Getreideprodukte essen. Also wir essen viel Brot, Reis, Nudeln, allgemein Gebäck. Das geht von morgens bis abends eigentlich. Ne? Morgens essen wir irgendwie mal Brötchen oder was oder Brezen oder Müsli. Mittags kommt dann vielleicht Nudeln dazu oder was und dann abends wieder eine Brotzeit oder irgendwas mit Reis oder sowas. Also es ist immer oder fast immer ist irgendwie Getreide dabei. Und ich denke, dass es wirklich auf diese Amylase zurückzuführen ist, die bei uns einfach viel stärker ausgeprägt ist als bei den Schimpansen. Und das ist, denke ich, darauf zurückzuführen, dass wir, das ist jetzt einfach so meine, das glaube ich jetzt einfach, das ist so meine, ja, ja, so wie ich das sehe, ist es dadurch, dass wir vor 500 Generationen angefangen haben mit diesem Ackerbau und ja, dann einfach sesshaft geworden sind. Und ich denke einfach, dass der Mensch auch sehr anpassungsfähig ist. Und wahrscheinlich so kann ich es mir erklären, dadurch, dass wir dann angefangen haben, Getreide zu essen, wurde auch dieses Amylase-Gen verstärkt produziert. Das ist so meine Einschätzung der ganzen Sache. Was dieser Anthropologe auch noch herausgefunden hat, Perry heißt er, dass diese Naturvölker, die vor allem tierische Produkte gegessen haben oder essen, auch weniger von diesem Amylase-Gen haben als Naturvölker, die viel Reis essen oder viel Getreide allgemein. Die japanischen Naturvölker essen zum Beispiel viel Reis. Oder die, wie heißen die nochmal? Die Hadza heißen die, ernähren sich auch hauptsächlich von Knollen und Wurzeln. Also auch stärkehaltig. Und aus der Sicht von George Perry sollten wir eigentlich auch eher Wurzeln essen und Knollen. Stärkehaltige Sachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mensch, vor dem Ackerbau schon viele Wurzeln und Knollen gegessen hat, es dann zu der erhöhten Amylase-Produktion kam und er dann diesen Ackerbau begonnen hat. Das kann ich mir auch vorstellen. Allerdings, dieser Bereich ist auch noch nicht so gut erforscht, beziehungsweise ist es auch ganz schwierig, da mal ein klares Bild zu kriegen. Also die Wissenschaft ist sich da auch noch nicht so ganz einig, wie das jetzt genau abgelaufen ist und wann jetzt genau welcher Wandel gewesen ist. Also es ist nur immer so ungefähr herauslesbar. Ich denke auf jeden Fall, dass die Nahrung, die für uns geschaffen ist, schon anlehnbar ist an den Schimpansen und an den Gorilla. Das heißt, viele junge Pflanzen, grüne Blätter, auch Früchte, Samen und so weiter.
Ich denke aber nicht, dass wir unbedingt Fleisch essen müssen, weil es gibt ja auch vegane Naturkostvölker, die ja ohne Fleisch auskommen, oder vegetarische, die Essener zum Beispiel. Ja, einfach weil alles, was in dem Fleisch drin ist, was manche Wissenschaftler sagen, was wir unbedingt brauchen, wir auch woanders herkriegen. Wir kriegen woanders Eiweiß her, wir können woanders unser Eisen herbekommen. B12 kann man auch aus Algen bekommen oder aus fermentierten oder zur Not auch supplementieren. Also für mich gibt es da eigentlich kein schlagartiges Argument, dass wir wirklich Fleisch essen sollten. Wie gesagt, ich finde, unsere Ernährung kann man schon anlehnen an den Schimpansen und an den Menschenaffen. Also, dass wir einfach viel Blätter, Obst, Samen und so weiter essen. Und ich denke aber auch, dass wir vor allem bei Beginn der Rohkostumstellung auch darauf achten sollen, dass wir eigentlich eher, dass unsere Vorfahren halt einfach viel Getreide gegessen haben und dass unser Körper noch sehr auf Getreide eingestellt ist, durch dieses Amylase-Gen. Deswegen halte ich es auch für sinnvoll, Rohkostgetreide mit einzubeziehen. Ja, das heißt in Form von Hafer, Buchweizen, Braunhirse oder Quinoa zum Beispiel. So mache ich das. Und genau, außerdem Hafer ist auch alles glutenfrei und Hafer ist ja auch selbst sehr glutenarm. Man kann auch Hafer glutenfrei bestellen, das ist auch möglich. Weil ich der Meinung bin, dass Gluten auch unseren ganzen Körper verklebt und auch nicht gesund ist. Und naja, dazu noch mehr in einem anderen Thema, in einem anderen Video. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass wir stärkehaltiges Getreide mit einbeziehen sollten, gerade bei der Umstellung auf Rohkost. Man muss es jetzt nicht jeden Tag essen, denke ich, aber ich denke, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man es immer mal wieder zu sich nimmt. Man muss auch sagen, es ist verschleimend und es wird sauer verstoffwechselt. Aber ich finde es immer noch sinnvoller, als jetzt gekochte Nahrung zu essen, die einfach keine Enzyme mehr enthält oder die meisten Vitamine schon flöten gegangen sind. Genau, das ist so mein Standpunkt. Okay. So, was wollte ich noch sagen? Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar. Und ansonsten würde mich auch interessieren, wie eure Sicht ist, wie wir uns ernähren sollten. Ja, bitte mal gerne einen Kommentar drüber lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Rock'n'Roll.